Moin und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Ja, wir spielen weiter. Ich habe offline, wie schon gesagt, einmal aufgeräumt, ein paar Spinde gebaut, so dass wir jetzt gleich loslegen können. Und zwar, wir fahren los, holen uns den Bogen. Zwei Sachen noch. Ich hatte ja gesagt, dass der Mistnebel immer so bei 12 rumkommt. Aber er ist tatsächlich jetzt einmal mitten in der Nacht gekommen. Und ja, tatsächlich, ich weiß nicht, um 18 Uhr oder so. Also er kommt dann auch unregelmäßig. Meistens so zur Mittagszeit, aber relativ unregelmäßig. Dann noch was, und zwar hier, die Zigaretten. Da habe ich doch gesagt, wieso stecken eigentlich Zigaretten nicht auf? Alles geht, Metall und so, aber Zigaretten nicht. Doch, tun sie. Schaut mal hier. Zwei Stück. Das Problem ist, ihr seht hier 89,9%, 96,8% und 94,6%. Weil die verlieren, gerade wenn es regnet, ihre Haltbarkeit. Darum packen wir die jetzt einfach mal rein. Ich schätze mal, es regnet und. Ne, wisst ihr was? Ne, 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 komm, die behalten wir, weil ich will ja eben vielleicht nochmal handeln. So, wenn sie kaputt gehen, gehen sie kaputt, dann ist das so. Auf jeden Fall, Zigaretten stecken auch. Hier nochmal eine Entschuldigung von mir, ja. Nur, die müssen halt logischerweise, was heißt logischerweise, sie müssen halt die gleiche Prozentzahl haben. So, ach so, Batterien wollte ich hier noch mit reinschmeißen. So, wir haben ein Döselchen zu essen, ein bisschen was zu trinken. Trinken können wir schnell nochmal was machen. Dann fahren wir los und holen uns unseren Bogen. Gespannt. Bin gespannt. Rein in die gute Stube. Und los geht's. Ja, Leder ist zum Trocknen, hängt zum Trocknen. Ja, warte mal. Ich glaube, ich kann lieber. Ist es besser, wenn wir hier hochfahren, glaube ich. Das ist ein bisschen kürzer, meine ich. Oh, entschuldigt, ich muss mal einen Schluck trinken. Lecker Wasser. So, dann müssen wir hier oben nämlich an der Straßensperre rauskommen. Waren wir da schon gemeinschaftlich? Noch nicht, ne? Dann zeige ich euch die auch erst gar nicht großartig. Ne, 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 ne. Hier ist noch eine. Ah, wartet mal. Wisst ihr, was wir hier machen? Kommt, wenn wir schon hier sind, ne? Wir gehen noch mal schnell ein bisschen looten, oder? Kommt. Schnappen uns hier nochmal den kleinen Spritkanister. Von der anderen Seite am besten. Und da gucken wir nochmal schnell rein. Komisch, ne? Wenn man keine Zündkerze braucht, ist sie da. Ist okay. Ja, können wir mit um. Können wir mit um. Aber wir looten nur hier vorne den Schrottplatz. Den Rest machen wir später. Nur hier vorne schnell noch mal ein bisschen ein paar Döschen mitnehmen. Da ist nichts drin. Noch ein Auto hier. Zack, zack. Zack und ab dafür. Ah ja, später. Wir kommen später wieder. Obwohl, wartet mal, sind da auch nicht, waren da nicht Zombies drin? War das die Geschichte mit den Zombies? Nee, wisst ihr was? Dann machen wir den Schrottplatz doch. Und zwar fangen wir von hinten an, weil ich meine, hier war noch eine Rucksackerweiterung drin. Hier war noch eine. Oder habe ich die schon geholt? Grübel, grübel. 9 mm, Revolver. Okay, früher war hier immer eine Rucksackerweiterung, aber jetzt nicht mehr. Schade. Okay. Ja, kommt, wenn wir hier sind, wir looten das Ding. Looten wir das Ding. Ist noch eine Crowbar. Also das Brecheisen, das nehmen wir mit.
Davon noch ein bisschen was. Ich gucke da noch mal rein. Nicht, dass ich den doch übersehen habe. Ne, hier unten. Da. Zack, zack, zack. Ne? Auch ernsthaft noch eine Kippe. Okay, also wir müssen echt an Achse, aber sicher an unseren Erweiterungsgeschichten arbeiten. Rucksackerweiterung. Langsam wird es echt hart. Langsam aufmachen. So, erstmal drinne Scheren, ja, so viele Baseballschläge wollen wir ja nicht machen, ne? Messer lassen wir auch erstmal liegen, ne? Wir kommen auch mal wieder. Wir wühlen denn hier richtig durch, aber sagt, Messer haben wir ja auch 50.000 Stück. Nehmen wir erstmal so Sachen, die, nein, die Anführungsstrichen wichtig sind. Okay. Wir gucken nur noch mal schnell rein. Gibt das hier? Sprit. Wir spielen Sprit mit, weil das wird eh neu. Es spawnt eh neu. Ja. So. Okay, wir fahren los. Ah, kann ich den noch mit? Den kriege ich noch mit. Habt. Wir wollen uns den Bogen holen. Maruk nicht wieder hier. Irgendwelchen Blödsinn erzählen. Okay, weiter. Los, kommt. Ab geht's. Wir holen uns jetzt unseren Bogen. So, einmal hin. Ja, wir hören gleich ab in Knicke oder was? Hatten wir den Turm eigentlich schon gelootet? Wenn wir mal auf den Rückweg können wir da mal. Ja, ich glaube schon, ne? Ich meine, schließlich haben wir hier ja auch unseren Wolf geholt. Aber den Turm hier oben haben wir noch nicht gelootet, ne? Das können wir auch gleich mal machen. Das Auto auch. Aber erstmal Rucksackerweiterung und den Bogen. Ich meine, der war im zweiten Haus. Okay. Hier war das Loch. Komm, hopp, hoch. Ja, noch Pickup hier. So, ich hoffe, der Bär ist jetzt nicht da. Stein. Ah, doch, da oben, aber ist noch weit genug weg. Schnell einmal alles rüber geschaufelt, was wir nicht brauchen. Was war das? Aber mal Rifle Armor behalten wir. Rüber. Rüber, rüber. Pass mal auf. Ein Kanister. Den hier. Packen wir mal hier rein. So. Dann gehen wir erstmal rein in die Hütte. Nein. Erstmal holen wir uns ganz schnell die Rucksackerweiterung. Da haben wir sie. Rein in die gute Stube. Hier zu. Ja, jawohl. Shotgun Money. Okay, und der Bogen ist im anderen Haus. Hä? Na, ist egal. Fahren wir gleich hin. Looten wir das Ding hier und dann geht das gleich ins andere Haus. Aber ich wollte, wo habe ich denn unsere. Nein. Auf der 2, ne? Doch an der anderen Hütte. Ah, okay, gut. Okay. So, hängt irgendwas an der Wand oder so? Nö. Alles gut. Alles gut. So, schauen wir uns mal draußen um. Benzin.
denke, wir zerklöppeln auch das Auto hier. 9 mm. In den Gurken ist eh nie so viel drin. Ja, kommt. Machen wir ihn platt. Halt, habe ich da reingeguckt? Oh, ja, genau. Mach kaputt, Benzinkanister weg. So passiert's, Leute. So passiert's. Und dann, wo habe ich den Benzinkanister gelassen? Das muss ein Bug sein. Nein, Maru, du bist nur zu doof. Ah, Motor. Die 5 trillionste Batterie. Wo steht da unser Auto? Da. Ah, Motoren. Ich könnte mal ein paar Elektroteile, wenn schön. Paar Elektroteile wären echt super. So, kriege ich dich da noch rein? Pass mal auf, das nehmen wir mal raus. Das kommt in eine Extra-Box. Das packen wir da rein. Das packen wir da rein. So, schub, schub. Dann packen wir das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Ja, ich weiß, ich fange schon wieder an zu sortieren. So, dann packen wir das damit hin. Salz ist auch immer sehr wichtig. Kann ich nur empfehlen. So, weiter geht's. Ah, Chanuk, 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 das, das, auch Batterien. Also ich glaube, wir machen es so, wenn wir in jeder Spalte die Sachen voll haben, dann lassen wir es dabei, ne? Dann lassen wir Batterien und sowas liegen, weil in der Regel geht das hier alles nicht so kaputt. Es sei denn, man geht und fährt mit dem Auto direkt in einem Banditencamp, dann geht's kaputt. Ja, dann wird die Kiste zerschossen. Und komischerweise immer zuerst die Zündkerze. Immer erst die Zündkerze, die kaputt geht. Ich habe mir gedacht, je nachdem, was wir hier heute noch so vorhaben und wie die Zeit uns davon rennt oder nicht, habe ich gedacht, werden wir in der nächsten Runde mal, in der nächsten Folge, vielleicht mal ein bisschen bauen, oder? Hätte da mal Bock drauf? Ich schon. Mal unser Lager ein bisschen klar machen. Vielleicht bauen wir schon unser Notstromaggregat auf. Oh, noch eine Batterie. Vielleicht bauen wir Notstromaggregat. Ja, obwohl eigentlich wäre die Säge und so ja erstmal besser, schneller, ne? Ja, ich glaube ja, dir noch ein Messer. Nein, Messer lassen wir auch noch liegen. Würde ich sagen, dass wir dann schon mal ein bisschen was bauen. Halt so die wichtigsten, so zum Holzhacken, also ein Krams. Und ja, dass wir uns da mal unser bisschen um unser Lager kümmern, da habe ich schon Bock drauf. Das würde ich gerne mal tun wollen. Machen wir mal in der nächsten Runde schön gemütliches, schöne gemütliche Lagerrunde. Hier läuft ja ein Bär rum und ich mache hier solche Sachen, ne? Hier können wir auch Maskott mal ranholen, dass er uns mal ein bisschen ein paar Sachen, Bäume fällt und so. Und wenn wir das gemacht haben, gucken, ob wir uns dann noch mal was NPC-mäßiges schnappen. Am besten da, wo wir den Kompositbogen herbekommen. Weil den habe ich schon richtig Bock. Weil das Gute ist ja, er ist ja leise. Und wenn man dann halt in so ein Banditencamp geht, dann scheucht man nicht gleich die ganzen Leute auf, ne? Ja, kann natürlich auch in die Hose gehen, wenn man nicht trifft, ist klar. Aber wie gesagt, der Kompositbogen ist schon cool. Okay, und ab dafür. Ich hoffe ja, der haut ja mal mit dem nächsten Update hier die Kuhle raus. So, looten wir mal die Hütte hier noch. Da müsste jetzt der Bogen gleich sein. Geht nicht so weit. Ausgestiegen.
Schnell noch ein paar Sachen reingeschmissen. Haben wir ja was zum Aufstecken. Ja. Los. Noch was? Das steckt nicht. Das steckt nicht. Das habe ich nicht. 5 Trillionen Batterien. Komm her. War noch nicht. Bin ich schon wieder voll hier oder was? Gehen wieder ins Haus als erstes. Noch eine Machete, um die kümmern wir uns gleich. Jo, hier haben wir es doch. So, zack, zack. Da ist der Bogen. Zucker, Salz. Also, Bogen im ersten Haus, ne? Der hat noch... Ah, Wolf, aber... Ich wollen wir eigentlich... Oder nehmen wir uns einen Wolf mit, lecker zu essen. Wie spät ist das? 11 Uhr und... Man weiß es nicht. Naja, mal gucken. So, da oben kommt man rauf, indem man über einen Zaun klettert. Oder vielmehr auf den Zaun klettert. Wenn ihr euch fragt, ich zeige euch das, aber ich lasse das Messer da oben, weil... Messer brauchen wir nicht. Also, ihr könnt hier rauf. Kleiner Trick. Also, ihr könnt hier rauf. Dann. Ah. Oh, nein, ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Hab Geduld. Hab Geduld. Ich mach. Leute. Zum Viech. Und, wartet mal, wo ist der Wolf? So. Das geht. Ihr kommt von hier. Da seht ihr. Sag ich doch, man kommt hier rauf. So, und dann könnt ihr euch das Messer holen, was ich mir jetzt aber nicht hole. So, was haben wir hier? Seile gehen auch immer, die gehen schnell weg. Dann nehmen wir mit. Noch ein Brett, das nehmen wir auch mit. Wir wollen uns ja noch eine schöne Brandtonne für draußen bauen, damit es gemütlich wird. Mal hier noch. Nee, nee, nee. Natürlich, natürlich. Seile. An der Wäscheleine hing, meine ich. Aufgesammelt, ja. Der Wäscheleine hing, meine ich. Das konnte man auch was wegnehmen. Ja, da seht ihr, ab und zu kann man hier auch Klamotten wegnehmen. Ich schätze, da ist nicht überall gemacht. Das ist bestimmt so ein Test. Wölfchen. Wo bist du denn? Da hinten. So. Nehmen wir uns den Wolf noch mit? Ja, kommt. So, diesmal sind wir clever. Wer clever? Oh, knapp. Schneller als ich dachte, der Kleine. So. So, ich glaube, mit dem Haus waren wir durch, ne? Da hatten wir alles weggelootet. Und du kannst die Waffe wegstecken, Kumpel. Ja, die kannst du auch wegstecken. Das ist halt das Schöne an dem Pickup. Man kriegt halt die Viecher da rauf, ne? Kann da immer noch zwischenlagern. So, einmal schnell runtergefahren zum Auto. Jetzt looten wir auch noch. Da gucken wir noch, ob wir schon im Turm waren. Ich weiß es nicht so genau. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch den... Oh ja, hier, Suppe. Suppe, Suppe. Voll, ne? Nicht mal. So, wir hauen uns hier mal lecker Suppe rein. Da oben müssten wir doch eigentlich die noch reinkriegen.
Haben wir schon Salz gefunden? Doch, Salz hatten wir doch auch, ne? Salz rein. Stoff rein. Bretter. Ah, das kriegen wir da noch so halb hin. Okay. Ich wollte gerade sagen, nicht da war. So, wo waren wir jetzt? Da. Ja, kommt hier Munition, ne? Was ist das? Rifle Armor. Die hau ich gleich weg. Also. Rein in die Knifte. Das nächste Set, was aussieht wie ein Laptop. Noch ein bisschen Sprit einsammeln. Also ihr kriegt 20 Liter in den Kanister, da ist er voll. Okay. Mal los. Dann sehen wir, wenn wir gleich noch einen Spind kriegen, wäre es natürlich schön. Wenn wir überlegen, ob wir den dann tatsächlich drauf lassen, bin ich mir noch nicht so sicher. Wie gesagt, wenn wir nicht schon hier gelootet haben, sieht nämlich fast so aus. Sieht nämlich fast so aus. Weil eigentlich ist es auch so ziemlich der erste Anlaufpunkt, den ich mache. Aber ich denke schon, weil wir haben ja hier schon einen Wolf gejagt. Daher denke ich mal, jo, wir waren hier schon. Wir waren hier schon. Ja, ist ja nicht schlimm. Lieber einmal mehr geguckt, als den coolen Stuff liegen lassen, ne? Das auch vergessen. Ihr wisst ja, ne? Wer zweimal guckt, ist klar ein Vorteil. Aber ja, logisch, da fehlt ja auch schon das Holz. Weil ich könnte jetzt hier noch die Sachen abbauen, aber ich bin ja schon recht voll. Ich habe hier doch schon die Sachen abgebaut, ne? Kann das sein? Ja. Ah, da ist noch was. Kriege ich die noch mit? Kriege ich die noch mit? Ja. So. Okay, dann fahren wir noch schnell zu uns nach Hause. Und ich switch dann gleich rüber in die nächste Folge. Dann können wir auch den Wolf ausnehmen. Oh, ich hänge. Hänge. Und dann geht's auch weiter, Leute. Dann geht's weiter. Jo. So, gleich kommt die Farm, glaube ich. Da war die Farm, ne? Das ist da hinten gleich rumgehen. Und ihr seht schon, ne? Also wir fahren hier immer noch auf 6 Liter. Also wir haben noch 6 Liter Sprit im Tank und da fahren wir ja schon eine Ewigkeit mit rum. Also, was hier Sprit ist wirklich nachher für den Generator. Also, Sprit sammeln ist wirklich für den Generator gedacht. Okay, das war jetzt ja richtig toll, die Kurve genommen, Lurchi. Das war ja wohl gar nichts hier. Also wieder Zombies drin. Könnte man auch noch mal ein bisschen wegschnetzeln. Können wir ein bisschen mit dem Bogen üben vielleicht. So. Ja, ich würde dann sagen, was sagt die Zeit? Ja, die Zeit. Ups, nein. Aus, bitte. Danke. Ich würde sagen, wir nehmen unseren Wolf. Den bringen wir dann schon mal rauf. Und nehmen den dann in der nächsten Folge aus. So, ich lege den erstmal hier hin. Dann gehe ich einmal kurz runter und werde schon mal die Tür schließen. So, ja. Die letzten Zuckungen der Folge könnt ihr mit mir zusammen hier mal einräumen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn das heißt, Wolf ausnehmen. Und ja, was machen wir dann? Machen wir dann. Ah, wir wollten ein bisschen bauen, ne? Wir wollten ein bisschen bauen.
Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Machen wir auch. Wir bauen. Weiß ich hier auch noch mit rein. Seile waren hier drin, genau. Bauen sehen, dass wir, wenn das Leder schon trocken ist. Und jo. Irgendein anderer Blödsinn wird uns schon einfallen, würde ich sagen. So. Macheti. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich speichere hier mal ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei dem Wolf zum Schlachten. Macht's gut, euch eine schöne Zeit. Euer Maru. Bye.